Liebe Schwestern und Brüder, das ist immer so eine Sache mit der Jüngerschaft. Wir können das bei den Aposteln ablesen, wie schnell sich das abwechselt, ein richtiges Wechselbad. Da sind sie noch gestern sehr erschrocken, wie wir das hörten. Es ist die gleiche Situation. Wer kann denn dann gerettet werden, wenn das für die Leute, die etwas haben, so schwierig ist? Sie haben das gerade bei diesem jungen Mann erlebt. Der geht weg, weil er viel besitzt. Und dann, im nächsten Moment, nach einem Atemzug, Petrus, wir haben alles verlassen. Sie sind schon ein paar Monate mit dem Meister unterwegs, also mein lieber Freund. Das ist aber auch schon, vielleicht denken wir auch so. Naja, wir sind ja auch katholisch. Manche von uns haben Profess abgelegt oder ein Weiheversprechen abgelegt, ein Eheversprechen abgelegt oder sonst gute Vorsätze gefasst. Naja, bitte, ist das nichts? Und es stimmt. Immer wieder wird es in dieser Jüngerschaft diese Versuche geben. Was ist noch nicht hier besonders erwähnenswert? Auch wenn sie ihre Familien, ihre Äcker verlassen haben. Wir wissen gerade von Petrus, dass er zumindest zeitweise wieder dorthin zurückkehrt am Ende. Oder um dann einen Teil mitzunehmen auf seine Missionsreise später nach Ostern. Das Versprechen Jesu gilt damals wie heute. Das Versprechen für diejenigen, die alles von sich weggeben oder sich selber herausgeben. Aber es gibt dann doch immer wieder die Versuchung, etwas für sich behalten zu wollen, in der Anmutung, ob das dann wirklich alles sein kann, wenn ich alles weg und gar nichts mehr so habe, am Ende mich selber nicht habe. Was bleibt dann? Die Überzeugung zu lernen, dass Gott nicht nur genügt, sondern dass er alles ist. Wenn heute dieses Evangelium trifft auf den Gebetstag für China, da die chinesischen Katholiken Maria als Hilfe der Christen feiern und Papst Benedikt seit einigen Jahren dazu eingeladen hat, diesen 24. Mai als Gebetstag für die katholische Kirche in China und für das ganze chinesische Volk zu begehen, dann gewinnt dieses Verlassen noch einmal einen eigenen Aspekt. Als Christus vom Kreuz herab uns allen Maria zur Mutter gibt, erwähnt der Evangelist Johannes, dass der Lieblingsjünger die Mutter enta idia nimmt. Er nimmt sie in das Seinige. Vielleicht ist das die allerbeste Möglichkeit, Nachfolge Christi zu lernen. Sie in unser eigenes aufzunehmen. Auch in das, was wir unser nennen, was wir vielleicht noch behalten wollen, was wir vielleicht noch nicht weggegeben haben. Sie hereinzulassen. Sie, diese auserwählte Frau, die nur für Gott da ist. Nur sie hat Gott zur Welt gebracht. Weil sie gar nichts für sich sein wollte, nichts für sich haben wollte, sondern nur für ihn, damit sie ihn nähren kann, damit sie ihn gebären kann, dass er aus ihr Fleisch und Blut, unser Fleisch und Blut annimmt. Vielleicht können wir, die wir mehr oder weniger auf dem Weg der Nachfolge sind, oft genug mehr oder weniger entschlossen, wie die Apostel auch, vielleicht tun wir diesen Schritt, sie in unser eigenes zu nehmen, um von ihr alles zu lernen.